Spielaufbau im 5+1. Um den Raum für den Spielaufbau optimal nutzen zu können, ist es sinnvoll, bei Ballbesitz ein 2-3-System mit drei Stürmern zu spielen. Auf diese Weise kann die Überzahl mit Hilfe des Torwartes im 3 gegen 2 in die gegnerische Hälfte übertragen werden. Sobald das Spiel eröffnet wird, ist es für den Torwart möglich, den Ball über die Mittellinie zu spielen. Nun kommt einer der Stürmer entgegen und reißt somit einen Raum hinter sich auf. Nun gräbt sich der zentrale Stürmer ein und fordert das Anspiel in die Spitze. Sobald das Anspiel erfolgt, dreht die rote 6 nach außen ab und fordert den Ball vom Stürmer. Eine weitere Spielmöglichkeit sehen Sie hier. Beim Spielaufbau im 5+1 ist die Grundformation, aus der die Stürmer starten, von großer Bedeutung. Dabei sollte der Raum zu den beiden Verteidigern möglichst groß gestaltet werden, um Kombinationen spielen zu können. Aus dieser Formation heraus können sämtliche Inhalte, die wir in Taktik 4+1 Offensive schon erwähnt haben, umgesetzt werden.